So, neben mir steht der? Hi, ich bin Sebastian Graf und auf Instagram findet ihr mich unter Bibi Brickby. Ich bin hier auf der Born to Brick 2023 und habe ausgestellt und mitgebracht viel von Star Wars und Jurassic Park und Jurassic World. Ja, also ich habe gesehen, du hast ja beeindruckende Modelle, ne? Also das sind ja auch ziemlich große Modelle. Ja. Wie lange sitzt du da an so einem Modell? Ach, es kommt darauf an, wie groß es wirklich ist, aber meistens so zwischen 10, wenn es ein kleines ist, und wenn es ein großes ist, war so 50 Stunden. Schwer zu sagen, man sitzt in seinem Keller, man ist da voll am Bauen und das ist schwer zu sagen halt. Und wie kommt man auf die Ideen? Also Star Wars, du hast ja auch so Szenen eingebaut. Ne? Sind das Originalszenen aus dem Film oder sind das ausgedachte Szenen? Also bei Jurassic Park und Jurassic World sind es viele Szenen wirklich aus den Filmen, die ich mir überlegt habe. Die finde ich cool. Ich habe die Figuren dazu, das könnte ich nachbauen. Zum Beispiel der Bunker aus dem ersten Teil, wo sie Notstrom wieder einschalten wollen. Oder aus dem zweiten Teil, wo Dieter Stark von den Compognathosauriern dann getötet wird. Oder verfolgt. Wir wollen ja kinderfreundlich bleiben. Genau, oder... Prince of Persia ist eines der ersten Spiele, was ich als Kind gespielt habe. Das habe ich dann mal nachgebaut. Das kenne ich auch noch als MS-DOS-Spiel damals. Genau, das war auch so das erste. Das war mit Space Invaders und Pac-Man war das so dann das dritte Spiel, was ich gespielt habe, ja. Aus der Kindheit. Ja, wenn du mal hier so drüber schaust, ne, das sind ja, wie viele Modelle hast du da hier mit, insgesamt mitgebracht? Hast du mal gezählt? Ich habe es nicht mehr im Kopf, ich glaube 16 Stück. Das ist schon ordentlich. Und wie viel Meter Fläche hast denn du hier? Ich habe 6 Meter. Und mir noch einen halben Meter mit einem Tapeziertisch dazu geschummelt. Wunderbar. Aber ich sehe, sind echt beeindruckende Modelle, die du hier hast. Ja. Also Kompliment, wirklich. Und BB Bricks, war das? BB Brickby, Baumann Basti Brickbuilder auf Instagram. Ich bin Mitglied bei der IDS Brickworld. Wir haben im September am 16. und 17. in Fehlen unsere Ausstellung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Genau. Grüße gehen raus an Christoph Baumann, der die IDS ins Leben gerufen hat und eigentlich alles organisiert. Der Benjamin Bernschneider, der unser Ambassador ist. Und die IDS-Stammtischgruppe, David Stenzel, Phil 1, Phil 2, Phil 3, Delta, Stefan, Robert, Olli, Staudi, ja, die ganze Gang. Ich heiße übrigens auch Robert. Ja, Robert. Ja, und wenn ich mal so drüber schaue, was sind hier so dein Lieblingsmodell abschließenderweise? Ich glaube, mein Lieblingsmodell ist immer noch hier Naboo Palace. Wirklich nicht so gut. Würde ich sagen, ist mein Topmark. Hat lang dran gesessen, ist schon cool. Es ist ein Gebäude, eine ikonische Szene aus der ersten Episode von Star Wars. Ich glaube, das ist somit mein Lieblingsgebäude, was ich mitgebracht habe. Oder Mock, ja. Ja, also ihr seht, hier auf der Born to Brick gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Und in diesem Sinne schauen wir mal weiter, was es hier noch zu entdecken gibt. Ciao.